Ist der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig? Wir befinden den Angeklagten für schuldig. Schuldig des Mordes. Er sitzt seit 12 Jahren im Gefängnis, hat lebenslänglich, ohne Aussicht auf Bewährung. Wow. Er ist unschuldig. Und ich werde einen Weg finden, ihn rauszuholen. 18 Jahre lang kämpfte Betty Ann Waters, um die Unschuld ihres Bruders Kenny zu beweisen. Sie hat ihr ganzes Leben geopfert, um ihren Bruder aus dem Gefängnis zu holen. Dafür musste sie ihren Highschool-Abschluss nachholen, weil sie eine Schulabbrecherin war. Dann das College absolvieren, danach Jura studieren und schließlich Anwältin werden. Was sie getan hat, war Wahnsinn. Sie hätte falsch liegen und ihr Bruder schuldig sein können. Und trotzdem hat sie das getan, was sie tun musste. Ich kann nicht den Rest meines Lebens hier drin verbringen, Kleines. Sie war seine Retterin. Eine Frau, die unbeirrt und mit starker Willenskraft alles getan hat, um ihrem Bruder zu helfen. Die Story des Films klingt erstmal unglaublich. Aber wenn man feststellt, dass dies eine wahre Geschichte ist, dann hilft das, mit auf diese Reise zu gehen. Eine Reise, die 1980 in einer einfachen Hütte am Rande von Ayers, Massachusetts, beginnt. Tatort eines grausamen Verbrechens, für das der Bruder von Betty Ann Waters verantwortlich gemacht wird. Kenneth Waters, wir verhaften Sie wegen Mordes an Katharina Brown. Seid ihr jetzt völlig verrückt geworden? Ihr habt mich vor 2 Jahren laufen lassen. Aber jetzt sind Sie dran. Betty Ann ist fest von der Unschuld ihres Bruders überzeugt. Auch Kenny ist sicher, das Gefängnis bald wieder verlassen zu können und glaubt an einen Irrtum. Na komm schon, du kriegst noch Falten. Die Bullen kleben an mir wie die Scheißbiene am Honig. Weißt du, ich hab da ein Talent. Ja, was für ein tolles Talent. Doch mit der Verurteilung von Kenny, mit dem sie seit ihrer Kindheit eine ganz besondere Liebe verbindet, bricht für Betty Ann eine Welt zusammen. Dein Bruder sitzt für den Rest seines Lebens im Gefängnis. Finde dich damit ab. Abfinden? Es ist eine der größten Liebesgeschichten, die ich jemals gelesen habe. Ich fand es ungemein bewegend, mir diese besondere Beziehung vorzustellen, die diese beiden Geschwister hatten. Hör zu, du, mach dir keine Sorgen deswegen. Ich bring das schon auf die Reihe. Okay. Kenny war überzeugt, dass ich Anwältin werde. Sein Vertrauen war größer als meines. Ich wusste nicht, wohin mich der Weg zurück auf die Schulbank letztlich führen würde. Aber für Kenny stand immer fest, ich werde Anwältin. Du schaffst das. Keine Angst, Kleines. Du bist 1000-mal mehr wert als diese Jura-Fuzzis. Die Geschichte ist unglaublich. Und sie ist komplett wahr. Es ist atemberaubend, was Betty Ann Waters und ihrem Bruder widerfahren ist. Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank verkörpert die Titelheldin Betty Ann Waters, die sich am Filmset selbst von den Qualitäten der Ausnahmedarstellerin überzeugen konnte. Es ist verrückt zu sehen, wenn jemand dein eigenes Leben spielt. Bei Hilary dachte ich in manchen Szenen, das bin wirklich ich. Zum Beispiel in der Bibliothek, als sie über DNA-Beweise nachforscht. Das war ein Gefühl, als würde ich wieder dort sitzen. Hör zu, ich kriege Kenny frei. Damals gab es keine DNA-Analyse. Sie wussten nur, dass der Mörder Blutgruppe 0 hatte, wie Kenny. Aber wenn wir jetzt Kennys DNA mit der des Mörders vergleichen, beweisen wir seine Unschuld, wie in dem Vergewaltigungsfall. Betty Ann is my hero. Betty Ann ist meine Heldin. Ich denke, nur ein kleiner Teil der Menschen auf dieser Welt lieben einen anderen Menschen so sehr, dass sie alles für diese Person tun würden. Betty Ann Waters? Das ist ja der Wahnsinn. Meine Schwester schickt mir nicht mal eine Geburtstagskarte. Ich habe Miss Waters gerade gesagt, dass wir hier keine Beweisstücke haben. Das ist schon lange her. Würden Sie trotzdem nachsehen? Sind Sie wirklich seine Anwältin? Ja. Ich war absolut hingerissen, inspiriert und bewegt von ihrer Liebesgeschichte. Du bist unschuldig. Weißt du das mit Sicherheit? Wie kannst du mich das fragen? Ich war sehr froh, dass ich Betty Ann kennenlernen durfte. Denn so wurden meine Befürchtungen zerstreut, bis ins kleinste Detail in ihre Fußstapfen treten zu müssen. Und ich habe zudem ein noch besseres Gefühl dafür bekommen, was sie im Herzen ausmacht. In Hilary brennt dasselbe Feuer wie in Betty Ann. Sie sind sich in ihrem Kern so ähnlich. Hilary wuchs als Kind in einer Wohnwagensiedlung auf. Als sie mit 15 nach L.A. kam, um Schauspielerin zu werden, lebte sie mit ihrer Mutter in einem Auto. Vielleicht hat sie nicht dieselben Probleme gehabt wie Betty Ann, aber auch Hilary hat hart dafür gekämpft, ihren Traum zu realisieren. Es gibt eine sehr große Synchronität. Da ist nichts mehr. Es ist vorbei.
Da ist noch der oberste Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof? Die werden meinen Fall doch gar nicht erst zulassen. Du darfst nicht aufgeben. Kein Anwalt auf der Welt schert sich um meinen Fall. Es muss einen geben. Die außergewöhnliche Besetzung komplettiert Sam Rockwell. Er verkörpert den Mann, der fast zwei Jahrzehnte unschuldig im Gefängnis saß. Ich kann nur versuchen, mir vorzustellen, wie das für ihn war. Und ich hoffe, es reicht, um die Rolle gut zu spielen. Aber eigentlich ist es unvorstellbar. Nach Kennys Verhaftung und seiner Verurteilung wegen Mordes kämpft zunächst nur seine Schwester für die Revision des Skandalurteils. Zuerst will ich den Bachelor machen, sobald ich endlich diesen Schulabschluss in der Tasche habe. Und danach, falls ich das schaffe, bewerbe ich mich für Jura. Für Kenny stand immer fest, ich würde einen Weg finden, ihn herauszuholen, tiefer zu graben und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Er glaubte so fest an mich. Wir brauchten für Kenny einen Schauspieler, der extreme Kontraste in sich vereint. Einen Mann, in dem man sich sofort verliebt, der ein großes Herz hat, aber auch etwas Wahnsinniges. Eine dunkle und eine helle Seite gleichermaßen. In den Jahren der Vorbereitung haben wir über viele Schauspieler gesprochen, sind aber immer wieder auf Sam zurückgekommen. Regisseur Tony Goldwyn, Hilary Swank und ich, wir haben versucht, ganz besonders in den Gefängnisszenen, einen wirklich guten Job zu machen. Meine kleine Schwester hat ihre Anwaltsprüfung bestanden. Wir haben so gut wie möglich versucht zu simulieren, was in diesen Räumen passiert ist, im Gefängnis. Hey, habt ihr das gehört, ihr Arschlöcher? Ich bin unschuldig. Ihr DNA-Test war negativ. Das ist schwer, vor allem wenn es um die Geschichte eines echten Menschen geht. Und die Dinge scheinen sich zu wiederholen. Mal kommt er fast raus, dann doch wieder nicht. Hey Mann, hast du es nicht gehört? Ich komme nie hier raus. Niemals. Ich bleibe immer hier drin, Mann. Es ist ein einziges Hin und Her, aber das ist die wahre Geschichte. Das war die Achterbahnfahrt, die Kenny durchmachen musste. Ich mach das nicht. Verdammt, das ist es. Darauf haben wir doch gewartet. Du machst diesen Bluttest, klar? Nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, Sam hat meinen Bruder perfekt getroffen. Er hat seine Persönlichkeit eingefangen. Kenny wäre sehr stolz. Mein Bruder ist unschuldig. Unsere Familie will ihn endlich heimholen. Es tut mir leid, dass Sie Ihr Leben damit vergeudet haben. Ihr Bruder hat diese Frau ermordet. Du kannst die beste Kämpferin sein, die genialste Anwältin der Welt, aber es gibt Dinge, gegen die kommst du nicht an und du könntest verlieren. Denkst du denn, das wüsste ich nicht? Nein, du willst es nicht wissen. Es ist immer gut, wahre Geschichten zu erzählen, doch auch ohne diesen Aspekt ist dies eine der großartigsten Geschichten unserer Zeit. Warte, woher weißt du, dass diese Beweisstücke noch existieren? Wir müssen sie suchen. Und Barry Scheck wird uns helfen. Schau, hier, da steht's. Oh, natürlich, Barry Scheck. Der übernimmt solche Fälle. Er leitet das Innocence Project in New York. Du rufst ihn einfach an und dann übernimmt er deinen Fall? Ja. Und das ist er, Anwalt Barry Scheck, am Set als Berater des Filmteams. Er bedeutet mir alles. Barry ist der wahre Held. Ich habe das für meinen Bruder getan. Er macht das für wildfremde Leute. Hier ist Barry Scheck. Ach du meine Güte. Hallo. Glückwunsch, dass Sie die Beweisstücke gefunden haben. Das wirklich Ungewöhnliche an Betty Ann Waters und ihrem Fall war ihr Wille, ihre Entschlossenheit und Leidenschaft, dieses Unrecht zu korrigieren. Und natürlich die Liebe zu ihrem Bruder. 1998 bittet Betty Ann Waters Barry Scheck und das Innocence Project in einem Brief um Unterstützung. Ihr Bruder Kenny sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits seit 15 Jahren im Gefängnis. Betty Ann war leidenschaftlich von der Unschuld ihres Bruders überzeugt. Wie konnte man ihr nicht antworten, dieser ehemaligen Schulabbrecherin, die nur Anwältin geworden ist, um ihren Bruder aus dem Gefängnis zu holen? Ich kann kaum ausdrücken, welch außergewöhnliche Leistung das ist. Ich wäre sehr dankbar für jede Form der Unterstützung, die Sie und das Innocence Project mir dabei bieten können, die Aufhebung der lebenslangen Haftstrafe meines Bruders Kenny zu erwirken. Als Betty Ann vom Innocence Project erfuhr und sich an Barry wandte, unterstützte er sie bei allem, was sie tun konnte, um ihrem Bruder zu helfen, und kam dann auch selbst an Bord. Wir hatten einfach nur Glück, dass die Kiste noch da war. Eine alte Dame haben Sie dafür verprügelt, wie ich höre. Nein, aber das hätte ich als nächstes gemacht. Ihr Bruder hat Glück, dass Sie so verdammt hartnäckig sind. Wenn Barry einem unschuldigen Menschen helfen kann, dann tut er es, unabhängig davon, ob er ihn kennt oder mag. Es zählt nur seine Unschuld.
Ich finde das, was er macht, einfach großartig. Barry Scheck ist ein außergewöhnlicher Mensch, der praktisch Menschenleben rettet mit dem Innocence Project. Der DNA-Test beweist nicht nur, dass er unschuldig ist. Er beweist auch, dass Zeugen gelogen haben. Ich glaube, für die Zuschauer ist es ungemein bewegend und erhebend zu sehen, dass man nie aufgeben sollte und alles möglich ist. Ihr würdet das auch füreinander tun, oder? Ja, würde ich. Du würdest dein ganzes Leben für mich opfern? Wenn du es so ausdrückst, vergiss es. Betty Ann Waters. Ab 17. März überall im Kino.